Ein wuchtiger Start geht hinaus und jawohl, geht hinterm Suzuki Kronberger dieses Labyrinth hinein. Beim Transport Ecker und dann kommt er wieder zurück Richtung Infield. Er fährt langsam, um es nicht als Trainingsfahrt auszuweisen. Er ist der Talentleiter und wird auch dann als eigener Rennfahrer teilnehmen. Da ist er schon, fährt jetzt herein, fährt die Kreisel im Infield drinnen, komplett toll von den vielen Zuschauern, wendet komplett, fährt wieder hoch und dann vor dem Ziel wird die Geschwindigkeit rausgenommen und dann geht es hinein ins Ziel und bingo, sofort wieder weg aus der Bremszone und da geht's. Bravo, Rennleiter Thomas Lambrecht. Also, Gernot. Und schon im Innenbereich und fährt jetzt zum Ziel hoch. Jetzt St. Gruber Barbara. Sechs Fehler, jawohl. So, da ist die St. Gruber Barbara. Da genau das Handling zu erwischen, glaubt auch immer der Benz-Harald schon in den Innenkreis rein und wird sobald runter und elastischer Benz-Harald und jawohl, durch das Ziel mit 39,49 mit einem Fehler. Hier startet wieder Lenz Thomas, ein rennender Thomas, Lambrecht Thomas, Lenz Thomas. Das sind offizielle der Klasse 1, Peter Manuel von Schettludo und der St. Gruber Barbara ist immer noch an dritter Stelle. Peter Manuel von Schettludo und St. Gruber Barbara, Benz Harald Vierter. Und jetzt der Lenz Thomas, guter Rehe Vorarlberg aus Lützidas. Auch er schnell unterwegs, 38,02, 0 Fehler. Wir starten wieder Sascha Michel. Jetzt schauen wir. Michel draußen, Scheibenstock Mario, guter Rehe Vorarlberg.
besser gestartet, Scheibenstock Mario Scuderia Vorarlberg. So, schauen wir, Scheibenstock Mario. ...38-18 für den Scheibenstock Mario Scuderia der Vorarlberg, 0 Fehler. Das steht wahrscheinlich sicher verkehrswidrig. Wie ist das als Frau mitzufahren? Ungewohnt. Aber man gewöhnt sich ans Auto. Ich bin das Auto noch nicht gewöhnt. Und gestartet Linda Alexander, Miraculix. Die Healing Hands, die heilenden Hände von Miraculix. Ja, für mein kleines Auto viel zu schmal gesteckt. Die müssen 9,5 Meter breiter sein. Ja, und der Göckel Martin war jetzt gerade bei uns da. Bei mir da hat er gesagt, ja, es ist wie so schon einmoderiert. Und jetzt noch eine Kamerafahrt mit unserem Rennleiter Lambert Thomas fährt nochmals mit der Kamera mit, um es richtig für die Medien hier kundzutun und einzufallen. Und die DVDs über den heutigen Renntag sind auch zu bestellen bei unserem Kameramann. Gerne nimmt er gerne Bestellungen für diese wunderbare Rennserie, die heute jetzt hier mit dieser Fahrt vom Rennleiter Lambrecht Thomas zu Ende geht und hier ein riesiges Angebot an tollen Darbietungen der Renngeschichte hier beim Opel und Suzuki Kronberger abgeführt hat. Dankeschön an alle Teilnehmer fürs Kommen. Eine gute Heimfahrt. Wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche, nächstes Jahr wieder. Und in 3 Wochen in Zell und Zeller. Danke. Bitte. Bravo.